Now I have you. What have you done with Ulrich? I am here, Brink. I sent for Syl, but I don't recall inviting you or your friend. You may still prove useful, however. Still! So, willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin morgens Jakob von den Frachter. Ich bin hier in Torchlight 1. Und eigentlich war ich gerade nur noch schnell auf der Suche nach einem Townport, also hier so einem, wo man dann wieder zurück kann. Ja, wenn ich jetzt das Spiel nämlich einfach beendet hätte, hätte ich von oben anfangen müssen. Jetzt das ist ähnlich wie bei Diablo eben. Und deshalb sucht man halt immer noch so einen Platz, wo man sich wieder, so ein Townportal-Dings halt. So, und auf der Suche bin ich jetzt auf einen Teil von der Story aber gestoßen und dann nehme ich das natürlich sofort auf, weil das ist ja, macht ja keinen Sinn, euch das Spiel zu zeigen, wenn ich dann die Story nicht zeige, die sowieso nicht großartig sich ausufern zeigt in dem Spiel. So, jetzt muss ich also den Arm bringen, platt machen. Hätte ich das gar nicht in Charakter, vielleicht noch ein bisschen geskillt. So, schnell mal weg, vielleicht habe ich noch Sekunden Zeit. Naja, die habe ich nicht. Mein Arm ist Wauwau. Quatsch, Wauwau, mein Nutz. This is Ulrich's doing? Then his summons was a trap. But why? The corruption here must have overwhelmed his mind. I can't believe it's so powerful. Yes, yes, I see it's touched you as well. Light is spreading through you, and if we don't find a way to stop it, you'll meet the same fate as Brink. I'm sorry I brought you into this. I'll do my best to cure you. Meet me in Torchlight, and I'll tell you my plan. You have gained a task. Jo. Das ist ein Schwerste, oder? Was ist das denn? Kennt man auch aus solchen Spielen, zum Beispiel bei Path of Exile gibt es sowas auch ab und zu mal ganz netterweise als Questbelohnung. Aber wenn ich ohnehin da bin, also eigentlich könntest du hoch. Your pet has departed. Ja, der geht jetzt hoch und verkauft den Krempels.
weil wir ohnehin hoch müssten, um Quests zu besprechen. Beziehungsweise abzuschließen auch. So, Your pet has returned. Nett, dankeschön. Ich glaube, die Kreml hat schon das eingesammelt. Hoffe ich mal, dass jetzt irgendwo dann jetzt ein Town Portal kommt. Ah, hervorragend. Auf Zuruf, gell? Oder weil ich mich noch vage dran erinnert habe. So, da geht's nämlich jetzt runter. Aber wir gehen halt. Gained a task. So, das ist eben so ein schönes Ding, dass es eben in Torchlight eingeführt wurde. Das zeige ich euch schon nochmal. Jetzt sind ja noch mehr Händler aufgeploppt, seit dem Anfang, wenn wir hier ins Dorf kommen. Die Knaben eben sind für Edelsteine, die ich da gesockelt habe. What can I do for you? So, der gibt mir halt Quest. So, das ist so ein Glücks. Fuzzi, der verkauft mir halt so unidentifiziertes Zeug. Kennt man eben auch aus Diablo. Hail! Good journey! Hi there! Irgendwas transmutieren, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, worum es geht. Bye. What can I do for you? Der kann mir normale Gegenstände verzaubern. Das kann nützlich sein, wenn man einen richtig schönen Gegenstand findet, der aber weiß ist. Hi there! Die verkauft Ringe und da, das ist eben der Punkt, was ich gerade eben angefangen habe, die verkauft auch Schriftrollen, mit denen man eben in solche Lost Dungeons eben kann, wo man nochmal was abräumen kann. Das ist auch eine sehr nützliche Sache, die ich sehr mag an dem Spiel. Bye! Your deeds make a fine ballad. Ba-la-la-la-la. You have begun a new quest. Hi there. I can't do that. Sicherheitshalber darf man nicht. Jetzt sollten wir uns natürlich überlegen, jetzt haben wir glaube ich irgendwas, was zockelbar ist, oder? Na, doch nicht. Okay. Die Knarre hatte ich mir gekauft. Die fand ich nämlich echt ganz nett. Bye bye! Genau. So, vom Skill habe ich es jetzt so gemacht. Unterschied, ich habe Defense erstmal geskillt und eben Geschicklichkeit wegen den Fernwaffen, weil ich Richtung Schützenmarke quasi will. Ups, sorry, das wollte ich gar nicht sprechen. Ich bin hier auf Lösung. Achso. So. Also. Und bei den Skills habe ich eben auf Rüstung gegeben, weil das eine Passivfähigkeit ist. Genauso wie ich noch das hier pushen werde. Kritischer Schaden, ist auf jeden Fall sehr nicht für die Angelegenheit. Und ich habe überlegt, vielleicht irgendwann noch einen Golem zu beschwören als quasi Tank, der mich begleitet. Das werde ich skillen, weil ich ja den Schützen verbessern will.
Schützenfähigkeit. Also ich möchte relativ viele passive Sachen skillen, damit ich mich da nicht drum kümmern muss. I'm a bit overwhelmed, friend. Brink is dead, my master is lost, and I feel responsible for your corruption as well. Somehow the blighted ember is fusing with your flesh, changing it. But at least the progress is slow. I have some knowledge of the crypts below the mine. The Overseer experimented with methods of purifying ember. Hey, today only. Eine schönere Knarre wäre natürlich auch was wert, gell? Geld ist jetzt ja letztlich eigentlich nur zu das Thema. Das ist, glaube ich, die teuerste Zweihandknarre, die ich hier sehe. Wir nehmen sie mal. Goodbye. Level 8. Ich brauche Magic und Dings, wenn sich leveln bei sowas. Der ist sehr nett. Magic erfülle ich schon. Na, schau mal, das notwendige Level. Warte, sehr schön. Vor allem auch noch sockelbar. Ich muss auch überlegen, dass man sich jetzt mit der Knete, die ich habe, also die ich jetzt bis ich sie nehmen kann, noch verdiene. I've got the finest cut gems in Ember. Mir noch einen gescheiten Stein kauft zum Sockeln. Vielleicht noch finde. I've got the finest cut gems in Ember. Bye. Kann ich auch eigentlich gut reinkommen. Ja. Also wenn man da jetzt reingeht, da kommt man einfach in so ein Zusatzlevel. Können wir eigentlich schnell reingehen. Ist jetzt nicht so wild. Ja, die lohnen sich auch immer. Also das, da kann man ruhig mal Geld für ausgeben, für so eine Schlupfwunde zu kaufen. Wow. My mana is low. Das ist ja vorteil, wenn man eine Knarre dabei hat.
trap has been found. Komm, guter Lux. Lux, 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 Lux. Mitkommen. Blattschuss. Was treibst du denn da hin? Also, wir müssen jetzt aber mal das Inventar putzen. Der ist nett. Relativ groß, normalerweise sind das ganz große Dinge. Ach, das ist so eine Kiste. Da ist er doch. You have completed a task. Theoretisch könnten wir jetzt wieder eigentlich schon hochgehen. Ist auch, glaube ich, gleich soweit. Da habe ich mich gerade schon gewundert, warum das so groß ist. Die meisten von diesen Kauf... Also, die meisten diesen Level kauft man sich diesen Zusatz-Dungeons. Das ist natürlich so riesig. Wobei ich habe auch schon welche gesehen, die waren richtig groß. Das ist immer so ein bisschen Zufall, wie die gestaltet sind, was da drin ist. Hi there.
Hail. Your fame has increased. So, da gehen wir jetzt aber natürlich nicht rein. Und ich würde generell sagen, wir setzen jetzt den nächsten Cut und sehen uns hier wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut, bis bald. Tschö.